Seid gegrüßt, Kinder der Nacht, hier ist wieder das Wehrschaf. Ich freue mich, euch wieder in der Schicksalsklinge vom Schwarzen Auge begrüßen zu dürfen und wir befinden uns in Oberorken. Hier soll es übrigens einen sehr guten Schmied geben, haben wir uns das letzte Mal sagen lassen. Und vielleicht, finden wir den ja sogar. Nein, wir wollen hier nicht einbrechen und können ja ein wenig hier mal die Gegend erkunden, was es hier so alles Interessantes gibt. Ah, da haben wir schon einen Schmied. Ich weiß nur nicht, ob das der Schmied schon ist. Es dröhnt in der Schmiede, dass euch die Ohren schmerzen. Der Lärm verstummt jedoch, als der Handwerker euch bemerkt. Ohne erkennbare Hast legt er seinen riesigen Hammer neben sich auf einen Tisch und wendet sich euch zu. Ja, bitte. Erstaunlich, wie ihr das macht. Nun ja, wer hat, der hat. Ja, da habt ihr recht, solche Leute muss es auch geben. Das werdet ihr wohl nie verstehen können. Die Götter haben eben jeden seinen Platz gestellt. Es ist gottesfällig, mit deinen zu teilen, die wenigen haben als wir. Ich mache euch einen besonders guten Preis. Was soll ich für euch tun? Gut, ich dachte, ich wäre unhöflich gewesen. Er will uns trotzdem einen guten Preis machen. Nee, wir gehen mal lieber. Danke, tschüss. Keine Ahnung, was der uns jetzt für einen Preis machen wollte. Und dementsprechend machen wir uns einfach mal auf. Mal gucken, was Oberorken alles noch zu bieten hat. Deswegen grase ich hier einfach mal kurz die Gegend hier ab und gucke dann gleich mal auf der Karte, was wir hier so alles finden können. Jedenfalls liegt Oberorken an einem schönen Fluss, wie wir sehen. Oh, wir haben Markt, wir haben Markt. Komm, das nutzen wir mal kurz aus. So, Kräuterhändler. Auch wenn wir hier wahrscheinlich nicht die Preise bekommen, die ich gerne hätte. Seid willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Was ist euer Begehr? Seid gegrüßt, wir benötigen Kräuter. Nochmals willkommen bei mir. Einen der besten Kräuterhändler von ganz Torval. Es ist uns eine Ehre für uns, bei euch kaufen zu dürfen. Ja, gut. Wir verkaufen erst einmal. Und zwar sollte Schattensee ja hier einiges haben. Genau da. 3. Dann das da. Und das da. Und das da. Nee, wir haben nur 2. Und das sollte erstmal ausreichen. So, und geben wir dann 51. Ja, komm. Hallo? Ich will 50. So. Und Daftartoscha. Gut, hat natürlich nicht geklappt gehabt. Also noch einmal mit 30. Hallo! Gut, wir probieren es mit... ich will ja auch nicht zu wenig bekommen. Ich weiß, ich habe jetzt gerade 29. mit 29 geht's okay. Haben dann immerhin 32 bekommen. Ist ja auch schon mal was. Gucken wir mal, wie die Preise hier sind bei den Heiltränken. Ich glaube, wir nehmen noch welche mit. Und dann darf Tatoscha gleich nochmal ran. Ah, gut. Hat sogar geklappt. Anstelle 44 zahlen wir 22 Dukaten. Also das freut einen doch. Komm, und das teilen wir natürlich gleich auf. Gucken wir mal, wer einen Heiltrank brauchen könnte. Oh, du könntest einen nehmen. Du hast in dem Sinne noch. Deswegen verteilen wir das mal kurz hier hoch. Ah, du hast sogar noch genug. Ah, du hättest eigentlich also genug gehabt. Okay. Aber gut, dann lass mal Tatoscha mal kurz die beiden Heiltränke. Und verteilen hier die Zaubertränke. Weil du hast 3, du brauchst eigentlich keinen. Tatoscha braucht sowieso keinen. Hallo, sie ist eine Zwergin, schwer zu verzaubern. Und ich glaube nicht, dass sie viel mit einem Heiltrank dann anfangen kann. So, Dankeschön, wir gehen wieder. So, Waffenstand brauchen wir nicht. Obwohl, jetzt war ich gerade hier drin, ich hätte mal gucken können. 115, 93, 77. Okay, gut, das reicht aus. Also ich glaube, neue Pfeile brauchen wir gerade nicht wirklich. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal weiter erkunden. Ah, da vorne haben wir einen Tempel. Finde ich gut. Dass diese Stadt auch einen Tempel hat. Ihr steht vor einem mysteriösen Eingang. Wollt ihr ihn öffnen und durchqueren? Nein, gerade nicht.
Ich habe gerade keinen Plan. Das ist wahrscheinlich irgendein Dungeon oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es dafür auch einen Auftrag gibt. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich will jetzt nur erstmal wissen, was uns hier alles Interessantes erwartet. Ein Travia-Tempel. Ah, das finde ich gut. Komm, Travia spenden wir auch gerade etwas. 10 Dukaten, das sollte reichen. Und wie, unsere Bitten werden nicht erhört? Hallo? Dana, also. So, die ganze Gruppe wird von Travia göttlich gesättigt. Das habe ich auch wohl erwartet. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich für 10 Dukaten bekommen kann, weil jetzt ist unser Balken nämlich auch wieder voll. So, wir gehen zurück. Und dann mal gleich den nächsten Tempel. Können wir mal gucken, wer dort haust. Guck mal, Ingrim. Ist natürlich auch praktisch. Ingrim kann einen, glaube ich, auch die Waffen verzaubern, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir gucken mal. Wir geben ihm 50 Dukaten und gucken. Aber ich glaube, da wirst du denen ziemlich viel Geld in den Rachen werfen dürfen. Ingrim und Rondra sind dann wahrscheinlich diejenigen, die uns dafür schönere Waffen geben können. Aber ich glaube, gleich werden wir aus dem Tempel geschmissen. Ja, ich glaube, Ingrim erhört uns gerade nicht, obwohl wir ihm gerade 100 Dukaten in den... sagt schon, Herd geworfen haben. Ich wollte jetzt nicht was anderes sagen, weil ich glaube, das wird keiner gerne hören. Und wir wollen ja nicht hier über Götter lästern. Ah, noch ein Schmied. Das heißt, sie haben hier ganz viele Schmiede. Ach ja, stimmt, das liegt vielleicht da dran. Das wollte ich euch übrigens auch noch zeigen, als ich nämlich hier vorhin geguckt hatte. In Oberorken, hier merkt man, dass nicht nur Orks und Nordmänner diese wilden Lande bevölkern. Unter den etwa 930 Einwohnern befinden sich gut 100 Zwerge, die hier Kohle und Erz abbauen und für teures Geld nach Thorwald verkaufen. Tja, was meint ihr, wie der da Toscha vorhin abgegangen ist, als sie das erfahren hat? Die ist da ja förmlich ausgeflippt, die Alte. Ja, Alte kann man in ihren Alten... Nein, kann man zu ihr eigentlich nicht sagen, weil sie ist ja noch eine relativ junge Zwergin. Ja, sonst hätte sie ja wahrscheinlich schon etwas mehr Erfahrung. Also wir merken uns, wir haben hier ein Dungeon. Und ganz viele Bewohner, die einen wieder rausschmeißen wollen, weil sie uns auch wieder als Halsschneider bezeichnen. Halsabschneider. Ich weiß auch gar nicht, ob was sonst hier... Ah, das ist wieder ein Tempel. Was haben wir denn hier für einen schönen Tempel? Hier für einen Tempel. Gut, aber da wollen wir auch gerade nicht hin. Warte mal kurz, in welche Richtung sind wir gerade jetzt? Ah, da. Was ist eigentlich das rosane? Weiß ich jetzt gar nicht. Sehen wir ja gleich. Ach, das waren, glaube ich, die Schmiede gewesen. Genau. So, gut. Wir wollen ja aber weiter nach... genau. Nach Felstein, da wollen wir ja hin, weil dort gibt es eine neue Karte für uns. So, aber erstmal verbringen wir natürlich hier die Nacht. Belana darf erstmal etwas zu jagen gehen. Kann auch sogar etwas finden. Finde ich in Ordnung. Und Schattensee darf sich wieder auf die Suche machen nach neuen Kräutern. Und findet 2 Tanelen und 3 vierblättrige Einblätter. Ein Bären, nicht Einblätter. So, und danach gehen wir schlafen. So, da. Wie, nur ein? Ein Astralpunkt hat ihn in der Nacht regeneriert. Oh, das ist böse. So, aber dafür haben wir Felstein erreicht. Ey, oh, Felstein. Und es ist natürlich tieffinstere Nacht, als wir hier ankommen. Es wird auch immer dunkler, wie ihr gerade seht. Und ja, wir gehen ja schon. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier aufmachen, weil hier gibt es nämlich auch irgendwo wieder ein Nachfahren von Ügelig. Und da wir ja weitere Kartenteile wollen, müssen wir ihn erstmal suchen gehen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo er sich hier befindet. Und einbrechen wollen wir auch nirgendwo. Aber, auch hier ist Privatbesitz. Ich will erstmal eine Taverne aufsuchen. Nein, ich will hier nirgendwo einbrechen. Hallo, deswegen sind wir nicht hier. Das ist wahrscheinlich ein Laden gewesen. Ja, ja, Privatbesitz, ich weiß, bla bla blub. Und du? Ja, ja, bla bla blub. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung ich schon wieder gehe. Ja, ich und meine Orientierung, es liegt wahrscheinlich daran, dass tieffinstere Nacht ist. Nein, wollen wir auch nicht.
Ich will doch einfach nur gucken, ob wir hier irgendwo den Nachfahren finden. Aber dafür haben wir einen Tempel gefunden, wieder von Firon. Ne, wollen wir auch gerade eine Schrein? Ey, ja, mein Arzt gefunden. Ganz schön unverschämt, um diese Uhrzeit einen alten Mann zu stören, oder? Ja, Entschuldigung, wir sind auch nur rein zufällig hier, wir gehen ja auch schon wieder. Gut, bevor wir ihn irgendwann mal wirklich brauchen und er dann ziemlich zickig unterwegs ist, weil wir ihn wegen Lappalien aus dem Bett geschmissen haben, das lassen wir mal lieber und suchen dann den Nachfahren weiter. Falls das ein Nachfahre ist, war das jetzt ein Nachfahre oder war das nur ein Informant? Dafür haben wir hier wieder einen Tempel gefunden, wieder einen Ingrim-Tempel, aber da hatten wir ja in der letzten Stadt schon kein Glück gehabt. Ja, wir gehen, ja. So, und wie sieht's hier aus? Nein, auch nicht. Ist diese Stadt riesig? Habe ich jedenfalls so das Gefühl. Okay, ich glaube nicht, dass sie so groß ist wie Torval, aber... Nein, wir wollen nicht einbrechen. Müssen dann einfach erstmal ein bisschen die Gegend hier... Ah, habt ihr die letzten Nachrichten gehört? Fragt der Mann an der Tür ängstlich. Die Orks sollen Fixerkehr eingenommen haben. Nun mal langsam, antwortet einer von euch. Die Orks mögen sich vielleicht auf Krieg vorbereiten, aber kein Ork würde es wagen, sein Angesicht in Fixerkehr zu zeigen. Ich hoffe, ihr habt recht, antwortet der Mann widerstrebend und schließt die Tür. Okay, das war alles? Naja. Hier haben wir wieder eine Taverne. Aber wir wollen doch gar keine Taverne, wir wollen, wenn, eine Gaststätte. Aber ich glaube, also mal bin ich jetzt gerade wieder in den Kreis gelaufen. So, da oben war der Schmied. Das heißt, irgendwie bin ich wahrscheinlich gerade so blöd, den Nachfahren hier zu finden, oder? Aber wir waren ja auch noch nicht, in so vielen Häusern waren wir da noch gar nicht drin gewesen. Wahrscheinlich habe ich mich hier wieder irgendwo verlaufen. Ja, hier wieder. Oder? Da. War ich hier eigentlich schon drin? Ey, guck mal, da! Oho, Besuch! Ein alter, weißhaariger Mann tritt aus dem Haus. Was treibt euch denn zum alten Islife? Der Hetman schickt uns. Der Hetman schickt euch doch nicht zu mir. Also, was ist los? Hügelig Spuren? Hügelig. Na, dass sich für den noch einer interessiert. Wir erzählen ihm einfach unsere Geschichte. Da kann ich ja vielleicht weiterhelfen. Ich kenne nämlich noch ein paar Leute. Ja, wenn sie nicht gestorben sind. Es gibt einen Großenkel von Hügelig, der wohnt in Ankbordiertal. Wie war noch gleich sein Name? Ach ja, er hieß Björn Hiljason. Da waren wir schon. In Orville gibt es einen Druiden, Umbrige Siebenstein. Der kennt jede Menge Leute. Ach, und wo es für euch so eine wichtige Sache ist? Er verschwindet kurz und kommt mit einem Pergamentfetzen wieder. Da sollt ihr den alten Wisch ruhig haben. Ist das Stück einer alten Schatzkarte, die ich von Hügelig geerbt habe. Vielleicht findet ihr damit ja das Rätsels Lösung. Boah, wir bedanken uns, aber wisst ihr nicht vielleicht noch mehr? Ich glaube, jetzt hat er uns rausgeschmissen. Na, wenn das nicht schon eine Menge war... Ihr habt vielleicht eine komische Art, euch zu bedanken. Bleibt ihr wenigstens noch auf einen Schluck? Natürlich, das Angebot können wir nicht ablehnen. Hallo. Er bittet euch ins Haus und schenkt euch ein großes Bier. Eine Stunde später verabschiedet er sich von euch. Schön, dass wieder mal jemand an den alten Islife gedacht hat. Hey, jo, damit haben wir die nächste Karte und sollen uns nach Björn Ausschau halten, den wir ja schon vor einiger Zeit besucht haben. Und einen Druiden sollen wir aufsuchen in Orville. Naja gut, da haben wir ja wenigstens schon mal wieder ein paar Informanten. Und ich wäre jetzt eigentlich fast dafür, das nächste Mal nach Oberorken wieder zurückzugehen. Weil dort
wartet ja noch eine Höhle auf uns, die wir das letzte Mal so schmählich vergessen haben oder verlassen haben. Aber die wollte ich halt eben schon noch, ich wollte halt eben hier schon noch Felstein. Und diese Karte holen. Na gut, dann müssen wir das nächste Mal halt eben nach Orville. So, wir erreichen sogar Oberorken wieder. Und wo war denn jetzt hier? War irgendwo außerhalb? Da wahrscheinlich. Genau. So, ihr steht vor einem mysteriösen Eingang. Wollt ihr ihn öffnen und durchqueren? Ja, nein, vielleicht. Das werden wir das nächste Mal herausfinden, obwohl ihr euch sicher schon die Antwort denken könnt. Nein, natürlich gehen wir da nicht rein. Doch, werden wir. Aber das werden wir erst nächstes Mal machen. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und auf bald. Tschüss!